Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier bei Gavatrons. Gerade eben haben wir noch Ghost of Tsushima für die PlayStation 4 ausgepackt, das verlinke ich euch mal hier oben. Ich bin immer noch müde, das hört man vielleicht auch noch, das war ich auch bei Ghost of Tsushima eben. Und jetzt packen wir Paper Mario Origami King aus. Ist ein exklusives Nintendo Switch-Spiel von Nintendo. Der neueste Paper Mario-Ableger, der auch sehr gut sein soll. Ich fand auch schon den Vorgänger Color Splash für die Wii U gut, aber der soll auch sehr gut sein. Also der hat bei 4Players auch eine gute Bewertung bekommen, ich glaube 85. Aber ich mag da auch, wie gesagt, Color Splash schon sehr gerne. Hier steht dann, der Origami-König plant, aus der Welt von Mario ein Origami-Königreich zu verhalten. Lass König Ollis Träume platzen und rette Prinzessin Peach sowie die ganze Welt. Löse Rätsel mit deinen langen Fallarmen. Reihe die Gegner auf und greife sie in heißen 360 Schlachten alle auf einmal an. Ja, das ist jetzt so ein neues Kampfsystem, so wie so ein. Du bist in der Mitte und kannst dann so Außenränder, mittlere Ränder angreifen. Und ja, das Spiel geht zu einem Spieler in TV-Modus, Dock-Modus und in Handheld-Modus. Und sieht auch optisch sehr lecker aus. Wie ich finde, eines der schönsten Nintendo Switch-Spiele, die bis jetzt erschienen sind. Ich habe hier die Standardfassung. Es gab auch noch eine normale Standardfassung, also eine andere Standardfassung mit denselben Motiven und alles. Aber da waren noch Origami-Figuren dabei. Das brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Gucken wir mal rein. So sieht das Inlay aus. Alles mit Papierfiguren. So sieht die Karte aus. Und ja, ich bin gespannt, wie es ist. Und wenn ich spielen kann, weiß ich noch nicht. Ihr wisst ja, ich muss im Moment sehr viel arbeiten. Aber ich mag die Paper Mario Spiele. Ich habe die alle gerne gespielt. Den einzigen Teil, den ich noch nicht gespielt habe, war der für Nintendo 3DS. Den habe ich aber auch. Den habe ich mir vor ein, zwei Jahren in der Select Edition gekauft, aber noch nicht gespielt. Bin da auch mal gespannt, wie der ist. Aber erstmal werde ich wohl diesen erst zocken. Ansonsten bedanke ich mich wieder für eure Zeit und Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Gavatrons. Ciao.